liebe Freunde der Freiheit, ich bin gerade Zeuge, wie ein Mensch, nennen wir ihn mal Sascha, von der Polizei seit über einer Viertelstunde festgehalten wird, nachdem er aus dem Grundgesetz gelesen hat, und zwar auf dem Dresdner Postplatz. Er hat also keinen Widerstand geleistet, er hat allein aus dem Grundgesetz vorgelesen und, wie mir erzählt wurde, ich war nicht dabei, wurde er also zu Boden geworfen, hat keinen Widerstand geleistet und wird jetzt seit einer Viertelstunde an das Polizeiauto gedrückt von Polizisten aus NRW, die richtig stolz auf sich sein können. Sie haben das Grundgesetz aus seiner Tasche gezogen und auf den Boden geschmissen. Sie haben die sächsische Verfassung aus seiner Tasche gezogen und haben es auf den Boden geschmissen. Und seitdem liegen sächsische Verfassung und Grundgesetz auf dem Boden und werden buchstäblich und sprichwörtlich von der Polizei in NRW, also von einigen Polizisten aus NRW, mit Füßen getreten. Ich beglückwünsche die Polizei aus NRW zu ihrer wagemutigen Tat. Sie haben auf das Grundgesetz geschissen und sind offenbar noch stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch, liebe Polizei. Wir lieben euch.